Das Glas brennt. Wir haben Sandstein dabei. Wir sind gut vorbereitet. Ah. Wenn wir jetzt noch ein paar mehr Bienen hätten, wäre es noch wesentlich schöner. Jetzt muss ich euch leider wieder entfernen. Aber nur kurz, ihr kriegt dann Platz. Eine Reihe eingerückt. Tschö, Perle. Sich schon wieder eine rum. Eine zweite wäre schöner. Also eine zweite ausgewachsene. Nö, ist auch noch nicht fruchtbar. Du bist noch nicht ausgewachsen. Ihr könnt mich mal. Erstmal bis hier. Mit meinen 3 Stacks Sandstein war ich sehr optimistisch. Das reicht hinten und vorne nicht. Ist ja auch egal. Wo das herkommt, da gibt es noch mehr. Und wir müssen eh zurück, bald das Glas holen. Hört ihr das eigentlich? Das geht den ganzen Morgen schon so. Seit 7 Uhr. Fünf mitgenommen. Für den Untergrund. Ich meine dieses komische Brummen, Emmy. So ein wie das Bohren eines Bohrers. Naja, es ist nicht eigentlich wie das Bohren eines Bohrers. Lustigerweise ist es das Bohren eines Bohrers. Na gut, dann hört man zumindest nicht, dann dämpft das mein Mikro raus. Das ist schön. Das ist gut. Also niemand mag Bohrgeräusche. So. Hier bauen wir dann sogar noch eine Mauer hin. Dann kann man da später die Türen richtig reinhängen. Dasselbe kommt hier hin. Danke für dein Follow, Mr. Bamboli. Und willkommen im Stream. Oder machen wir hier noch eine Tür hin?
fast breit. Damit auch dicke Menschen durchpassen, hä? So, was machen die Bienenkörbe? Die Bienenkörbe sind leer. Habe ich was anderes erwartet? Lasst mich über Nein. Okay. Dann machen wir erstmal Platz ins Inventar. Bisschen zugemüllt. Das hört man jetzt aber, oder? Na gut. Elf Parteien im Haus. Zehn kriegen neue Fenster. Ratet mal, welche Partei keine kriegt. Ja, genau, Jaco. Ich krieg keine. Ich schätze auch, dass mindestens die Hälfte der anderen keine neuen gebraucht hätten. Aber trotzdem welche wollten. Ich habe meine überprüfen lassen, es zog nicht. Warum soll ich neue Fenster reinsetzen? Aber wie man so ältere Herrschaften kennt, dort heißt es dann, der Nachbar kriegt neue Fenster, ich will für meine Wohnung auch neue Fenster. Kennt man ja. Da ist ein Creeper, der gefällt mir an der Stelle nicht. Deshalb, als der mir gesagt hat, die Fenster sind noch in Ordnung, die halten bestimmt noch 5 Jahre. Habe ich nur gesagt, okay, dann brauchen wir auch nichts machen. Ich meine, das wäre jetzt was anderes, wenn ich einige hier im Haus, die hatten noch Holzrahmen. Das wäre noch was anderes, wenn ich noch Holzrahmen hätte. Aber meine Wohnung ist jetzt schon auf Kunststoffrahmen. Ah. Aber dass hier welche jetzt ihre Kunststoffrahmen, die vor 6 Jahren gemacht wurden, 5 oder 6, nee, muss länger her sein. Ich wohne ja jetzt schon 5 Jahre hier. Ja, lass es mal 10 Jahre her sein. Also Kunststoffrahmen gehen ja auch nicht so schnell kaputt. Was machst du hier? Guckt mal, ihr seid zwei große Bienen. Und jetzt tut das, was große Bienen machen. Und schenkt mir eine Babybiene. Prima. Guckt mal, es wird ja langsam. Das waren jetzt immerhin mal 3 volle Waben.
Ich stelle euch später gern noch mehr Blumen hier rein, nur möchte ich momentan nicht pflanzen, wo ich hier am Machen bin. So, wir haben kein Eisen mehr. Schon wieder. Moment mal, den ganzen Mist, den wir doch nicht brauchen hier. Den können wir jetzt eigentlich bei einer kurzen Wanderung schnell loswerden. Ja, der Bienenstock oder vielmehr die Bienenstadt hier nimmt langsam ihre Form an. Bing. So, was werfen wir weg? Das Gras, die Erde, deine Stöckchen, die Pfeile. Cheesepulver. Das hier. Ja, von mir aus auch die Eichensetzlinge. Holen wir uns mal das Glas raus. So, werfen dort gleich Sand nach. Komischerweise wird das Glas nicht mehr durchsichtig angezeigt im Inventar. So, da komme ich erstmal hin. Wo ist der Sandstein, den ich gerade reingeworfen habe? Davon brauchen wir auch noch ein bisschen. Ja, und mit welchem Inventar willst du jetzt bitte noch zum Eisengolem? Naja. Ah, dann bringen wir das erstmal zurück. Später. Na, schaut mal. Nee. Da war schon wieder eins voll. So darf es gerne weitergehen.